Oh, Fan-Intro, Paluten, Baros. Das ist ja echt cool. Moin Leute, wir kümmern uns mal wieder um ein paar Paluten-Animationen. Ihr wisst Bescheid, dazu gebe ich oben passend ein Paluten-Animation. Filter das Ganze und zwar nach dem Upload-Datum. Und direkt springt uns da ins Gesicht. Teleport-Fail von Natty Nat. Ah, stimmt, ich hab das. Oh Gott, was passiert jetzt hier? Porte dich, Pinsel, porte dich einfach nur. Wo bin ich? Wo bin ich denn jetzt hier? Oh Gott! Hallo? Guten Tag, Sir. Sind Sie hier öfters? Ich wollte eigentlich mich nach Hause teleportieren. Mr. Schweinemörder! Ich bin gar nicht hier. Au! Jetzt werde ich auch noch geschlagen! Oh Gott, ich falle! Ich falle! Entschuldigung, ja, ich bin aus Versehen runtergefallen und ich habe hier irgendwie meinen Teleportpunkt hingesetzt. Können Sie mich bitte nochmal befreien? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das hat es auf jeden Fall, Nadinat. Ich war am Anfang komplett verwirrt. Ich so, hä? Was geht denn hier ab? Und dann merke ich erst, ach, das ist dieser komische Kram aus der Sky-Folge, wo ich mich wie ein Dummkopf bei Zinos, dem Schweinemörder, wo ich mich dahin teleportiert habe. Hallo, hier ist Chili con Carne Pidizzle, der das Video gerade schneidet. Euch ist es vielleicht schon aufgefallen, und zwar ist der Sound nicht ganz so geilo. Das liegt daran, dass es wohl irgendeinen Bug bei meinem Aufnahmeprogramm gab und das hat einfach nicht den Sound von meinem Mikrofon mit aufgenommen. Glücklicherweise gibt es noch ein Mikrofon an meiner Kamera bzw. Facecam und dadurch haben wir den Sound bzw. konnte ich den Sound ein bisschen retten. Es hört sich nicht ganz so geilo an, es tut mir leid, aber ansonsten müsste ich die Folge praktisch wegwerfen und kann auch die Animation nicht nochmal benutzen, weil das wäre einfach blöd, wenn ich dann so tue, oh ja, das ist eine Animation und die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Und der Sound ist eigentlich bei diesen Videos auch nicht das Wichtige, also von mir, sondern der Sound der Animation. Und den haben wir ja astrein und glasklar. Übrigens, Leute, ich wollte euch das nur kurz erklären. Es gibt auf www.twitch.tv/paluten jetzt einen Livestream, beziehungsweise ab 19 Uhr, also heute am Sonntag und auch morgen nochmal. Heute spiele ich Mario Kart 8 Deluxe, um ein wenig zu trainieren. Also, schaut vorbei, Link ist unten in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit den Animationen. Genug geplappert, Pidizzle. Chili con carne, Pidizzle, meine ich. Ja, yeah, ja. Yeah. Oh Mann, oh Mann. Übrigens will ich noch mal ganz kurz sagen, Leute. Es gibt neue Sky-Folgen, wenn es mal wieder irgendwas zu zeigen gibt. Aber es gibt weder neue Mods noch sonst was, was es wert wäre, eine neue Folge rauszukloppen. Dementsprechend gibt's das eben nicht. Schau bei Nerdy Nut vorbei, ey. Das war ein super Einstieg. Ganz ehrlich. Paluten, dance ein bisschen hier bei der Ellen. Moment mal. Was war das denn gerade? Was ist hier so ein Moment? Da! Was ist das denn? Was macht er denn da, Alter? Ein Spagat. Kann jemand von euch einen Spagat? Also, ich will das jetzt nicht demonstrieren. Um Gottes Willen, ich würde wahrscheinlich dabei sterben, wenn ich probieren würde, einen Spagat irgendwie hinzubekommen. Vor allem, ich meine, bei den Damen ist es ja öfter der Fall, dass sie einen Spagat können. Nur die Herren der Schule, ich habe, glaube ich, noch nie einen Kerl, irgendwie auch im Sportunterricht hat man das ja früher in der Schule immer probiert, das hat keiner hinbekommen. Wenn, waren es immer die Damen. So, was haben wir denn hier noch? Hallo, ein bisschen Fußball, Alter. Ist gemutet? Jetzt weiß ich, warum das gemutet war. Was ist das denn für ein Scheiß? 12 Dislikes. Ja, zu Recht, Alter, da hat irgendjemand eine nette Dame in den Hintergrund gepackt, die da ein bisschen stöhnt. Was ist da denn los? Okay, dankeschön, Alter. Oh, da unten haben wir ein bisschen Lego. Wieso ist das denn auch gemutet? Was habe ich denn gedrückt? Was ist denn da los, Alter? Okay, das ist wieder so eine Stop-Motion-Animation, die allerdings nicht ganz so flüssig ist, wie wir es vielleicht sonst gewohnt sind. Vielen, vielen Dank für deinen Aufwand und alles. Aber wenn man das einfach mal vergleicht, um Gottes Willen, warte mal, Paluten-Animation, Lego. Da kann man mal ganz kurz den Unterschied zum Beispiel hier sehen. German Let's Play wird gerickt. Mini Survival. Hat er überhaupt schon mal ja, gewonnen, das ist alles irgendwie ganz ich flüssig. Ich weiß es nicht genau. Junge, lass mich das looten. Da, zack, Alter. Die kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Hier einerseits
German Let's Play wird geregt. Paluten und Edgar retten die Welt. Dann nochmal die Freedom Squad als Lego-Figuren. Varro 4 Lego. Das hat unter anderem auch Mad Hat Productions erstellt. Also Respekt, weil das ist, ich weiß nicht, für die Leute, die vielleicht so diese Stop-Motion nicht kennen, da muss man tausende von Bildern machen, um dann das alles, also jetzt nicht auf einmal, sondern um das alles flüssig darzustellen, weil es halt, ich glaube, das sind dann immer 25 Bilder die Sekunde, die man da machen muss, damit die, damit das alles so ein bisschen flüssig ist. Hier haben wir nochmal Auto-Exploded, Alter, Lego-Paluten-Animation. Bin ich das? Da sieht man halt den Unterschied. Das ist nicht mehr so flüssig. Und wer ist der Hund? Und wer ist der Moloch da hinten? Was ist da los? Hä? Ich verstehe das nicht. Diese Animation macht für mich keinen Sinn. Also vielleicht irre mich, vielleicht verpasse ich auch irgendwas. Aber ich klicke mal hier ein bisschen weiter, Alter. Fette Explosion. Okay. Trotzdem, danke natürlich wie immer an alle. Egal wie gut oder schlecht das ist, in Sachen Animation. Erstens, ich kann es nicht besser. Zweitens, ein fettes Dankeschön, dass ihr da eure Zeit geopfert habt. Um zum Beispiel hier, das wird von Ben Fassbear. Der hat wahrscheinlich wieder so ein, ihr wisst schon, so eine, nicht keine Animation, sondern ein, mir fällt der Name nicht ein, so eine Timelapse auf jeden Fall, wie er da dieses Bild hier gebastelt hat. Das ist auch immer auf jeden Fall geil und Medico, aber ist nicht unbedingt eine Animation. Ach, das hatte ich sogar schon mal gesehen. Das hat zwar wirklich absolut nichts mit Paluten-Animationen zu tun, nur das wurde mir mal empfohlen. Und zwar, ich finde das passt jetzt überhaupt nicht da rein, aber das ist wirklich ein schönes Video. Und zwar, warte, wir gucken uns das Ganze erst an, aber egal, warte. Honey, I'm gonna show you a trick. Okay, show me a trick. See the pen? Auf jeden Fall, sie zeigt ihm jetzt einen Zaubertrick und dann wird er mega geprankt. I see the penny. I'll put this bottle of water right on top of the penny. Okay. And I'm gonna put this over it. Okay. And when I say the magic words, yeah, the penny's gonna go inside the bottle. Really? Yes. Okay, let me see this happen. Okay. Now I got the tower. Boogie boogie. Boogie boogie. Boogity boogity. Boogity boogity. Okay. And you look down in there and the penny's inside the bottle. Oh! Diese Lache. Das ist so eine richtig dreckige Lache. Und wie er sich auch freut. Ich finde das Video irgendwie so klasse. Und ich erzähle euch auch auf jeden Fall mal, warum ich das so klasse finde. Wie ihr gesehen habt, sind die beiden ja nicht, wahrscheinlich nicht erst seit gestern zusammen, sondern sind schon ein bisschen älter. Und dass die beiden da so viel Spaß haben zusammen, er ist nicht sauer oder so, dass sie ihn geprankt hat oder verarscht hat, pipapo, sondern die beiden lachen einfach zusammen. Und weiß ich nicht, guck mal. Und das finde ich ist einfach richtig cool. Und das ist irgendwie auch so ein Life-Goal, irgendeine Person zu finden, mit der man einfach Spaß hat und das noch bis ins hohe Alter. Weil, ey, wir müssen uns alle nichts vormachen, die Scheidungsraten sind super hoch. Und so dann zwei Leute da zu sehen, die da irgendwie noch so ein bisschen zusammen lachen, zusammen Spaß haben. Guck dir das an! Das finde ich ist einfach toll und deshalb finde ich das Video auch so toll. Auch wenn es absolut nichts mit Paluten-Animationen zu tun hat und er nicht mal verarscht schreiben kann. Da oben sind auch wieder Sachen, wo einfach jemand den Kram klaut, was ich super uncool finde. Also Lisa Love, don't do it. Riesige Salzkrebse. Animation? Hast du auf der Toilette gesehen, ist einer rumgelaufen. Das ganze Klo verstopft. Okay. Das ist jetzt ja schön und gut. Super viel Spaß im Auto. Das ist ein Video und keine Animation. Auch wenn das irgendwie cool ist. Da hat jemand sein Auto gebastelt. Und Diesel, Alter. Und sprinkelt da. Irgendwas wird da drauf gesprinkelt, Alter, auf Diesels Car. Oh! Minion! Der da am Klavier sitzt. Das sieht so. Ah!
Samuel Maldato! Also wie gesagt, es ist keine Animation, aber es ist irgendwie mega süß. Mal guck mal, da war sogar der Doppelkopf von Zombie. Alter, wie cool und lässig ich da in meinem Auto rumchill. Alter, da legt man hier los. Hier ausrasse. Muss gucken, dass er seinen Papierkopf nicht verliert. Kommt da noch was? Ah, made by Lina Luna 01. Dankeschön. Oh, das haben wir doch eben schon zwei, dreimal gesehen als Empfehlung. Paluten als Verkäufer. Oster-Special. Ja, Ostern ist schon ein bisschen vorbei. Icy Arts. Okay. So, dann gibt's dann erstmal eine Tomate in den Smoothie, dann eine Karotte, ein Pfirsich und eine Kirsche und keine Ahnung, was das ist. Ha! Ein Hase. Und kommt noch ein bisschen Brot rein. Ja, warte, das Brot muss doch noch da rein. Das Ganze macht dann insgesamt $4.96. Dankeschön. Warte, ich packe ihn noch ein Würstchen in den Slushy. Hier. Und oh Gott, oh, das tut mir leid. Das war ja cool. Nachträglich frohe Ostern. Ja, nachträglich von mir auch frohe Ostern. Däumchen wäre ein Träumchen. Ja, das wäre sowohl hier als auch bei dem hier, bei Icy Arts, mehr als angebracht. Das war nämlich cool. Also, es gibt ja auch manchmal immer noch so eine Stufe höher, wenn die Leute zum Beispiel das mit dem Hasenwasser da eingebaut hat. Weil da kommt der Hase, da kommt er wieder angelaufen und wird sozusagen in die Story integriert, als wenn er da gerade den Mixer angeschaltet hat und so weiter. Also, wirklich, finde ich klasse. Paluten in Gefahr? Ach so, ja, das ist das, was ich meinte. Da macht er halt ein cooles Vorschaubild. Und ich bin auch immer noch auf der Suche, auf der Verzweifelten, nach jemandem, der mir halt solche 3D-Animationen machen kann. Wie man das zum Beispiel hier, wartet, da hatte ich das einfach über Novaskin gemacht, dieses Vorschaubild. Oh Gott, oh Gott. Und zwar das hier. Er hat uns alle verarscht bei Minecraft Murder. Warte mal, da kann ich doch bestimmt ein bisschen ranzoomen. Wartet, oh Gott! Bisschen nach rechts. Da bin ich überhaupt mit Donald Trump gelongboardet. Das war auch ein schöner Vlog, da habe ich Smurf geprägt. Ey! Wie komme ich denn? Da, das ist halt so ein cooler 3D-Stissel und ich finde das mega cool. Also, falls jemand auch solche Sachen erstellen kann, meldet euch sehr, sehr gerne bei mir. Ganz ehrlich, egal ob Twitter, schickt mir dann einfach mal so ein Beispielbild, wie ihr vielleicht irgendeine Folge, irgendein Vorschaubild für Minecraft umgesetzt hättet. So, jetzt müssen wir uns aber weiter um Animation kümmern. Animation. Oh, Fan-Intro, Paluten, Barros. Ja! Das ist ja echt cool. Hat er das selber gemacht? Hello guys, Barros here bring another... Bye-bye Intros? Nee. Scheint so. Ja, dann noch so ein Beispiel. Nee, hat er tatsächlich. Weil ich habe ganz oft schon so geklaute Intros gesehen. Und nicht schlecht. Ich mache das ja momentan so, dass ich meistens, wenn nur bei Minecraft mein Intro... Weil das Problem ist, mein Intro, was ich habe, ist halt schon 4 Jahre alt oder so. Und ich muss da mal gucken. Normalerweise mache ich das jetzt so Prä-Intro und dann kommt einfach so ein Puff. Damit dann einfach direkt schon die Folge losgeht und man da nicht noch erst auf das Intro warten muss. Aber das ist ihm echt... richtig gut gelungen. Da ist Edgar, da läuft Vin Diesel, da hinten im Hintergrund ist Sally. Das ist also wirklich nicht schlecht. Schaut gerne auch bei Barros vorbei. Alter, Paluten ist Doktor. Geil. Es tut mir leid, mein Magen ist voll. Weil es ist bewiesen worden, dass wenn der Magen voll ist, dann wird er das Blut reingepumpt und dann hat man nicht so viel im Gehirn. Und da bei mir sowieso generell wenig Blut im Gehirn ist, das ist problematisch. Sie wusste weit. Hä, aber sonst sagst du immer, Leute, sorry, ich hab Hunger, ich kann nicht. Ja, ja, jetzt das drehst du es ja genau um. Ja, ich brauch immer eine Ausrede, warum ich so dumm bin, Minion. Oh. Aber pst. Ach, der Song ist super. Leute, ich will mal spontan sagen, das war wieder eine schmackotastische Runde von Paluten, zieht sich ein paar Paluten-Animationen rein. Schaut bei den ganzen Leuten vorbei, die wir heute uns so ein bisschen angeguckt haben. Zeigt den Support,
zeigt mir Support, indem ihr einen kleinen Like da lasst und vielleicht gleich beim Stream dabei seid, denn es gibt ja heute und morgen Streams ab ca. 19 Uhr am Sonntag. Also heute spiele ich ein bisschen Mario Kart, denn ich werde trainieren. So Leute, Ende Gelände, haut rein. Ciao, ciao.